Domain-Driven Design besteht aus zwei wesentlichen Bereichen, dem Tactical Design, was die Building Blocks umfasst, und dem Strategic Design. Und da wäre es ganz gut, mal eine Übersicht zu haben. Und das kommt jetzt. Wir sind jetzt so etwa in der Mitte der Veranstaltung Softwaretechnik 1 und das ist ein guter Zeitpunkt, um das, was wir hier tun, mal in etwas größeren Kontext einzuordnen. Und ich möchte das tun anhand der drei Veranstaltungen Softwaretechnik 1, Softwaretechnik 2 im Bachelor und dann, wenn Sie den Master bei uns noch machen wollen, FAE, also fachspezifischer Architekturentwurf im Master. In jedem dieser drei Veranstaltungen beschäftige ich mich mit Domain-Driven Design in seinen verschiedenen Aspekten und ich möchte mal Ihnen einen kleinen Überblick geben, wann wir welches Konstrukt aus dem Domain-Driven Design uns in welcher Veranstaltung ein bisschen näher anschauen werden. Dazu habe ich mal die entsprechende Grafik von Evans selber rauskopiert. Die Grafik ist aus der frei erhältlichen DDD-Referenz. Den Link finden Sie im Skript. Und ich werde das jetzt mal farblich markieren. Die Elemente, die wir uns in ST1 näher anschauen werden, die werde ich gelb umranden. Diejenigen, die dann in Softwaretechnik 2 zum Thema werden, die sind in Rot umkringelt. Und die Konzepte, die ich im Master in FAE nochmal genauer anschauen werde mit den Studierenden, die sind in Blau umkringelt. Und ich werde das jetzt so machen, dass wenn es eine dünne Linie ist, dann schauen wir ein bisschen oberflächlicher drauf in der Veranstaltung und bei einer dicken Linie tauchen wir etwas tiefer ein. Schauen wir uns zunächst mal die Grafik nochmal im Ganzen an. Das ist erstmal sehr unübersichtlich und ich werde mit Ihnen da mal so im Detail durchgehen. Was wir hier sehen, ist im Grunde genommen eine Art von Ontologie, also eine Art von Wortwolke. Wenn Sie so wollen, ist es eine Art von fachlichem Datenmodell der Begriffe, die wir im DDD haben. Und man kann grob sagen, dass das sogenannte Tactical Design etwa die obere Hälfte einnimmt und das Strategic Design etwa die untere Hälfte. Das Tactical Design umfasst die Basic Building Blocks, also die wesentlichen Bestandteile, die wir in DDD haben, mit denen wir jetzt auch schon angefangen haben, uns zu beschäftigen. Und das Strategic Design, also die untere Hälfte dieser Ontologie hier, das beinhaltet die Konzepte, die wir brauchen, wenn wir größere Softwaresysteme mit mehreren Teams implementieren wollen. Was letztlich dann, ich habe das ja mal angerissen, auch die Basis dafür ist, dass man DDD sehr häufig nimmt, wenn man Microservice-Architekturen oder andere sehr lose gekoppelte Architekturen entwirft. Schauen wir mal in den oberen Teil der Ontologie genauer rein, also in das Tactical Design und die Building Blocks. Wir entdecken hier einen Begriff, den wir kennen, nämlich die Ubiquitous Language. Die liegt so ein bisschen auf der Trennlinie zwischen dem Tactical und dem Strategic Design. Die ist eigentlich eher so ein Prinzip des Domain-Driven Designs. Mit der haben wir uns ausführlich auseinandergesetzt. Und hier gibt es zwei weitere Begriffe, mit denen wir uns etwas länger beschäftigt haben, nämlich Entities und Value Objects. Wir werden uns noch auseinandersetzen mit den Repositories, weil wir die nämlich brauchen, um Entities aus einer Persistenz herauszuholen und sie dahin wieder zurückzuspeichern. Und wir werden uns in Softwaretechnik 1 auch beschäftigen mit dem Model-Driven Design, was in gewisser Weise auch ein Prinzip des Domain-Driven Designs ist. Model-Driven Design ist der Begriff, den Evans wählt, um sein Vorgehen von der Exploration der Fachlichkeit, also von der Domain Exploration über so ein Modell, über so eine Modellbildung im fachlichen Datenmodell hinzugehen zum Code. Das ist also etwas, was wir auch ausführlich schon besprochen haben. Das ist so in etwa das Programm, was wir jetzt hier in ST1 machen werden. In ST2 werden wir uns dann ausführlich mit den Aggregates beschäftigen. Aggregates sind Geflechte von Entities und Value Objects, die eng zusammengehören und die immer zusammen auftreten. Und Aggregates sind, wenn man anfängt, Teile seiner Software als REST-APIs nach außen zu öffnen, dann sind Aggregates die Basis für diese REST-APIs. Von daher ist das ein wesentliches Thema, was uns in Softwaretechnik 2 beschäftigen wird.
Wir werden ebenfalls einen Blick auf die Layered Architecture werfen. Domain-Driven Design geht von einer Mehrschichtenarchitektur aus, genauer gesagt von einer Vierschichtenarchitektur. Man hat ganz unten einen Infrastruktur-Layer, Infrastructure-Layer, der so gewisse Technik beinhaltet, um zum Beispiel eine Persistenz abzubilden, aber auch um zum Beispiel Service-APIs nach draußen zu exposen. Dann gibt es einen Domain-Layer, der die wesentliche Domain-Logik beinhaltet und einen Application-Layer. Dieser Application-Layer, der enthält Workflows, die man benötigt, wenn man die Domain-Logik von außen ansprechen möchte. Und dann gibt es schließlich noch einen UI-Layer. Das werden wir uns in Softwaretechnik 2 genauer anschauen und dann auch vergleichen mit anderen solchen Schichtenmodellen der klassischen 3- oder 4-Schichten-Architektur, der Onion-Architecture, der Clean-Architecture und anderen. Und wir werden sehen, dass diese Architekturmodelle sich doch relativ stark ähneln. In ST2 werden wir uns auch auseinandersetzen mit Factories, die spielen nicht so eine große Rolle. Eine große Rolle spielen aber Services, mit denen werden wir uns stark auseinandersetzen. Und wir werden uns ein bisschen auseinandersetzen mit den Domain-Events, weil Events wesentliche Bestandteile einer lose gekoppelten Architektur sind. In einer solchen lose gekoppelten Architektur kommunizieren die einzelnen Module, Bestandteile primär asynchron miteinander. Und deswegen müssen wir hier sehr stark auf die Domain-Events eingehen. Das sind also die noch verbliebenen Building Blocks aus dem oberen Bereich, aus dem Tactical Design. Die werden wir also dann mit ST1 und ST2 einigermaßen komplett abgedeckt haben. Wechseln wir mal in den unteren Bereich, in das Strategic Design. In diesem Bereich werden wir uns in ST2 nur ein bisschen oberflächlicher bewegen. Ein wesentliches Konzept ist das Konzept des Bounded Context. Der Bounded Context ist eine Art von lokaler Umgebung, in der man für ein gegebenes Team und den zugehörigen Mitgliedern der Fachseite, die an einem gemeinsamen Problem arbeiten, einen lokalen Raum schafft, in der die ungestört ohne größeren Abstimmungsbedarf miteinander arbeiten können. Man stelle sich ein großes Software-System vor, nehmen Sie an, Sie implementieren eine große Software für einen Versicherungskonzern zum Beispiel, wo, sagen wir mal, ein Schadenssystem, wo also Autofahrer, die einen Unfall gehabt haben, sich melden können und diesen Unfall einreichen können oder ihnen selber ist jemand reingefahren. Und ein solches System ist dann schon wirklich sehr komplex. Also können Sie davon ausgehen, dass so ein System mehrere Personenjahre oder vielleicht mehrere Dutzend Personenjahre an Aufwand benötigt. Da werden also ganz viele Teams dran arbeiten, jeweils an unterschiedlichen Aspekten. Und es wird in so einem riesigen Softwareprojekt Begriffe geben, also Elemente des fachlichen Datenmodells, Elemente unseres Domainmodells, die in ganz vielen verschiedenen Kontexten auftauchen. Also wenn Sie zum Beispiel den Kunden nehmen als ein klassisches Beispiel dafür, dann ist der Kunde zum Beispiel jemand, der, wie eben gesagt, einen Schaden einreicht. Der Kunde könnte aber auch jemand sein, der einen Vertrag hat und vielleicht nicht nur unbedingt einen Kfz-Haftpflichtvertrag, sondern es könnte ja auch sein, dass der gleiche Kunde noch eine Lebensversicherung hat bei der Versicherungsgesellschaft. Und dann brauche ich für die Lebensversicherung ganz andere Daten für den Kunden. Da brauche ich dann Gesundheitsdaten, die interessieren mich bei der Kfz-Haftpflicht überhaupt nicht. Und vielleicht habe ich dann noch ein Marketing und ich habe dann noch ein Inkasso-Modul, was Zahlungen vom Kunden einzieht und verarbeitet. Da brauche ich dann wieder andere Daten. Und man kann sich vorstellen, dass ich, wenn ich nicht andauernd Abstimmungsbedarf haben will zwischen den verschiedenen Teams und den verschiedenen Bestandteilen, dass ich dann so lokale Inseln schaffen möchte, in der solche Begriffe wie Kunde mit einer spezifischen Bedeutung, mit einer Ausstattung von Attributen belegt werden können, die ich auch nur innerhalb dieses lokalen Kontextes mit meiner Fachseite aushandle.
Und das ist der sogenannte Bounded Context. Diese Bounded Kontexte verknüpfe ich über eine Context Map, weil natürlich habe ich sowas für den Kunden in verschiedenen Kontexten. Natürlich möchte ich nicht n verschiedene Datenhaltungen für meinen Kunden aufmachen. Also muss ich irgendwo schon mich miteinander synchronisieren. Und für diese Synchronisation zwischen den verschiedenen Bounded Kontexten gibt es Integrationspatterns. Der Shared Kernel ist einer, der Customer Supplier ist einer, der Conformist ist einer. Es gibt die Möglichkeit, über einen Open Host Service und eine Published Language ein API zu definieren, wo man dann für den Kunden in unserem Beispiel eine Synchronisation zwischen den verschiedenen Bounded Kontexten durchführen kann. Der Anti-Corruption Layer wäre dann auch noch in dem Kontext zu nennen, mit dem man sozusagen den eigenen Bounded Context davor schützen kann, dass er die ganzen Konzepte von außen alle übernehmen muss. Dann gibt es noch Separate Ways, das ist ein spezielles Integrationspattern, wo man eigentlich versucht, über möglichst gar keine Interaktion miteinander zu haben. Das sind die Themen, die wir in Software Technik 2 behandeln werden. Etwas tiefer werden wir uns genau damit auseinandersetzen, wenn wir im Master FAE machen, also falls Sie diese Veranstaltung mit mir machen, wenn Sie den Master bei uns machen, dann werden Sie das dort kennenlernen. Da werden wir all das an einem praktischen Beispiel sehr konkret durchspielen, also nochmal vertiefen. Deswegen mache ich das hier in Blau nochmal drumherum. Wir werden es auch mit Core Domains auseinandersetzen an der Stelle, die so spezielle Domains sind, die wir an verschiedenen Stellen brauchen. Und wenn wir nochmal nach oben wechseln in den Bereich der Building Blocks, dann werden wir nochmal verstärkt schauen auf die Services und wir werden nochmal verstärkt schauen auf die Domain Events. Werfen wir nochmal einen Blick auf das Gesamtbild, was sich ergibt. Damit haben Sie ungefähr eine Vorstellung, was wir in welcher Veranstaltung wann machen werden. Domain-Driven Design ist ein sehr universeller Ansatz, den man für den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung benutzen kann. Ich habe Ihnen jetzt hier in diesem kurzen Video, was zur Halbzeit von Software Technik 1 liegt, mal eine Rückschau und eine Schau nach vorne präsentiert. Wir werden uns in Software Technik 1 im Wesentlichen mit den Building Blocks Entities, Value Object und Repository auseinandersetzen und in Software Technik 2 dann mit Aggregates, der Layered Architecture und den verschiedenen Services. Und die anderen Aspekte, die aus dem Strategic Design kommen und die eher mit dem Erstellen großer Software-Systeme zu tun haben, die werden wir in SD2 anreißen und falls Sie bei uns den Master machen, dann in FAE vertiefen.